So, also. Ich bin stolz auf mich. Das dritte Mal einkaufen und wieder gesund eingekauft. Und ich war bei keiner Bäckerei zwischendurch und ich habe sonst nichts mehr zwischendurch mit Zucker gekauft. Also das kann so weitergehen. Die Challenge ist wirklich hilfreich. Wer hätte das gedacht? So, für heute Abend gibt es Käsewürfel. Und da gibt es dann die Macadamia-Nüsse dazu, die ich gestern gekauft habe. Ein Snack heute, ein High-Protein-Grieß-Pudding-Schoko ohne Zucker, ohne Zuckerzusatz und fettarm. Und dann für heute Abend ein Salat, da gibt es ein griechisches Joghurt dazu als Soße. Für morgen früh ein High-Protein-Joghurt-Erzeugnis Himbeere-Granatapfel mit 20 Gramm Protein. Das ist ein 200 Gramm Becher und mit Süßungsmittel Erythrit. Das ist das, was ich auch in Bad Birnbach immer benutzt habe. Und Sticker. Das sind eigentlich welche zum Einmachen von Sachen, aber ich mag das einfach mal, verschiedene Etiketten zu benutzen zum Planen. Und ich habe noch welche, noch mehr Sticker gekauft und ich habe Geld abgehoben bei DM, damit ich Geld abheben konnte, habe ich Feuchttücher gekauft, ich brauche immer Feuchttücher. Und ich war bei Woolworths wegen Aufklebern, habe aber dort auch Mülltüten gekauft. Ich nehme als Mülltüten immer Gefrierbeutel, 1 Liter, weil ich das leichter entsorgen kann. Zum Beispiel bei einem Mülleimer im Friedhof, bei einem Mülleimer an einem Wanderparkplatz und so weiter. Oder bei einer Tankstelle. So, und Allzwecktücher, die sind gedacht zum Geschirr sauber machen. Ich nehme zum Geschirrspülen natürlich auch Wasser, aber kommt drauf an, wo ich parke. Aber ich versuche das in der Natur zu machen und dann, das ist ja alles vegetarisch, das über dem Gebüsch abzuspülen. Und natürlich die Tücher mitzunehmen. So. Und beim Woolworths habe ich auch noch diese Aufkleber hier gefunden zum Dekorieren meiner Planungsseiten. Ich wollte unbedingt Obst. Gut, Blumen sind halt dabei. Und dann habe ich noch 2 verschiedene Etiketten gefunden. Die großen und die kleinen. Und die habe ich bei Depot gekauft. Reduziert auf 1,19 von 3,99. Ja. Ja, das war ja so mein Ding, dass ich gesagt habe, wenn ich nichts mit Zucker esse, dann darf ich dafür Aufkleber für meinen Planer kaufen.